Kaffee mit Milch. So, Flüchtlinge. Ich habe letztens haben sie im Fernsehen berichtet von einer Pegida-Demonstration und da hat eine Pegida-Demonstrantin ihre Sorgen in eine Kamera gesprochen und sagte dann, ich sag Ihnen, wie das, ich möchte Weihnachten nicht in der Moschee feiern. Was sagst du zu so einer Frau, was? Ja, nee. Ich auch nicht, nee. Ich hab's versucht letztes Jahr. Ja. Ich war Heiligabend in der Moschee gewesen. Mach ich nicht mehr. Sag ihm, wird es. Keine Stimmung, nischt. Die hatten nicht mal einen Weihnachtsbaum gehabt. Ja, aber das sind so Sprüche, wa? Die man sich anhören muss von Leuten, die so intelligent sind wie 100 Hektar Mischwald. Die Sprüche auch immer, wa? Islamisierung des Abendlandes, Islamisierung des Abendlandes! Die wissen doch ja nicht, wo das Abendland liegt. Wo liegt das Abendland? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Irgendwo zwischen Legoland und Lummerland, ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen. Manchmal stänke ich auch auf meiner eigenen Facebook-Seite gegen die rechten Pocken. Und dann wird sich zurückgemeldet. Letztens hat Mandy Kleinschmidt geschrieben aus Erfurt. Also, Herr Krömer, ich habe jetzt überlegt, für Erfurt Karten zu kaufen, aber wenn es hier so weitergeht, überlege ich mir es noch einmal. I like nicht mehr. Ja, und dann sitze ich zu Hause und werde panisch. Mir rennen die Leute weg, ich muss reagieren. Dann habe ich Mandy zurückgeschrieben. Pass auf, Mandy, wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Smiley, 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 Smiley. Einhorn. Wir machen das so, wenn ich in Erfurt bin, hole ich dich ab. Mit einer goldenen Kutsche. Gezogen von 22 Flüchtlingen. Ja, das ist, manchmal bin ich auf meiner eigenen Facebook-Seite und denke, wer hat hier den Lockstoff für Idioten ausgelegt? Weißt du? Das ist Paralleluniversum, was da manchmal entsteht. Manchmal. Auch hier damals, als sie den Maurer ja, gewählt haben aus Amerika. Da ich bei Facebook reingeschrieben, ah, herzlichen Glückwunsch Amerika, jetzt habt ihr auch endlich einen sexistischen Hassclown. Und dann wurde sich wieder zurückgemeldet. Dann hat einer geschrieben, wenn du gegen Trump bist, bist du für Krieg. Ja, selbstverständlich. Das ist genau das, was ich damit ausdrücken wollte. Ich hab's halt durch die Blume formuliert. Und du bist der Einzige, der das dir rafft. Chapeau, mein Freund. Chapeau. Natürlich, ich bin schon immer für Krieg gewesen. Wer mich kennt, weiß das. Alles, was ich mache, zielt nur darauf ab, dass ich Krieg haben möchte. Wenn wir fertig sind mit der Veranstaltung, draußen sind im Foyer Tische aufgebaut und da sind Pistolen und Messer drauf. Weil ich bin der Meinung, Deutschland hätte schon längst mal wieder ein anderes Land angreifen müssen. Ein kleines erstmal. Die Schweiz. Wir machen das. Wir nehmen nachher die Pistolen und die Messer und dann reiten wir heute noch in die Schweiz ein. Ja? Machen den alles kaputt. Wir gucken, wie weit wir kommen.
Ist bei der Schweiz egal, die haben so viel Geld, die können sich eine neue Schweiz kaufen. Was hat Trump gesagt damals? Wenn man Atombomben hat, muss man sie auch nutzen. Naja, selbstverständlich. Das ist ja eine Atombombe, die ist ja in der Wartung irgendwann viel teurer als im eigentlichen Einkauf. Eine Atombombe ist wie ein Joghurt. Da wölbt sich auch irgendwann der Deckel. Zeig her, was du hast. Bam, bam. Flüchtlinge. Der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki warnt in Interviews vor einem Asylmissbrauch. Und da sollten wir auf den Kirchenmann hören, weil keiner kennt sich mit Missbrauch in Deutschland so gut aus wie die katholische Kirche.